Ich muss das jetzt screenshotten. So. Weil es natürlich nach einer Sache benannt ist, die ich kenne. So. Stimmt, wann entwickelt sich Annika eigentlich, beziehungsweise Lavita? 30? 35? Ich weiß es gerade auch nicht. Gut, dann gucke ich mal nach. Lavita entwickelt sich auf Level 30. Ja, perfekt. Und wird dann zu einem Pupita. Mehr Wert und stärker. Und da haben wir Gardevoir. Wie sieht das denn aus? Das ist wie eine Maid. Ja. Echt so. Da machst du das gerade einen Screenshot. Geil, Mann. Trash. Annika versucht Fuchter zu erlernen. Ich kann den Sandsturm wegmachen, oder? Weil. Sandsturm werden wir langfristig nicht brauchen. Ja, langfristig, aber. Warte, ich guck mal was nach. Wir haben Biss, Schaufler, Sandsturm und. Sandsturm ist ein Halt für Fuchtler. Hallo Fuchtler. 150 Angriff. Ja, komm, tschüss. Sandsturm ist also, weg. Sandsturm hast du so bald als Fähigkeit. Deswegen. Mit dem nächsten Level. Oder? Kann es weg. Ja. Mir ist mal eine voll reingerannt. Mit Despotar. Er wechselt aus, ist jetzt Nahkampf ein, er wusste nichts davon. Despotar war sofort wieder weg. Haben schon Trash everywhere. Und bis. Komm schon! Trash! Oh Gott, wie es einfach nicht ausreicht. Annika ist besiegt. Nein! Ich hab einen Crit gemacht, war schön. Aber eins finde ich schade bei Volvarok. Was denn? Und zwar, es hat in der Erstentwicklung eine Fähigkeit, die verhindert, dass es, ich glaube, verbrennt, paralysiert und so weiter. Ja. Wuffel. Wuffel ist hier. Und zwar die Fähigkeit Munterkeit. Stell's mal vor. Ja. Ne, verhindert Einschlafen. Okay, ist noch alles okay. Und dann gibt's ja noch dieses, ja, dieses Koala-Pokémon. Ja, richtig. Und das kann nur einschlafen. Okay, das ist. Das heißt, du kannst damit spielen und so, dass es nicht einschläft. Und das Blöde ist, es kann nur die Nachtform von Volvarok Munterkeit. Ja klar, weil es dann nachts munter sein muss. Dabei hätte ich es besser gefunden, hätte es die Tagform bekommen. Ja. Ja. Weil jetzt. Ja. Weil jetzt habe ich die wunderschöne Fähigkeit. Sandschara. Das ist eigentlich eine versteckte Fähigkeit. Sandschara macht, dass ich die Initiative in Sandsturm erhöht. Ja, richtig. Und nur mal so, Volvarok ist das schnellste Gesteins-Pokémon mit einer Init von 355. Outspeeding von Quachitsu, sag ich nur. Ja, ungefähr. Das klingt doch nett. Hm. Oh Gott, noch ein Pokémon. Dann habe ich dieser Boss auch auf Level 30. Und dann haben wir es fast geschafft. Das mache ich einfach nicht. Volvarok befindet sich derzeit im Underused Tier. Aufgrund seines guten Angriffs wird es als Sweeper eingesetzt. Ja. Macht Sinn, ne? Ja.
One Secret Power. Wolverine kann Tiefschlag? Was? Alles klar. Siebte Gen, kaputtes Meta. Es ist ja so, wie ich es vorhergesehen habe. Das Meta ist einfach total kaputt. Yay! Dabei finde ich Wolverhawk so cool. Also die Tagform. Ja. Ich werde die Nacht. Also ist ja abhängig davon, ob sich Tag oder Nacht entwickelt, ne? So war es doch gewesen. Ich stell's mal vor. Also bei Level 25 Nacht in Mond entwickelt es sich halt zu Wolverhawks Nachtform. Also es ist halt editionsabhängig. Also wenn ich jetzt mal beim Pokémon Mond am Tag bin, wird es sich nicht entwickeln einfach. Doch, du würdest die Nacht schon bekommen. Okay, auch wenn es am Tag ist? Nein, nur halt in der Nacht. Okay. Das ist doof. Das dachte, wäre so ja, wie bei Evoli halt. Das wäre besser. Finde ich. Das finde ich besser. Komm schon. Oh Gott, wie oft hat denn der hier Rauchwolke eingesetzt? Danke. Was? Die Tagform von Wolverock hat die dritthöchste Initiative aller nicht legendären Gestein-Pokémon. Was hat denn die höchste? Ach so, ich habe Aerodactyl vergessen. Natürlich. Aerodactyl, bitte. Ja, ich habe Aerodactyl vergessen. Ja, tatsächlich. Und Aeroopteryx. Ach stimmt, das sieht irgendwie total lahm aus. Es könnte kaum fliegen. Warte, was ist das für ein Init? Ein Init von 350. Ha! Es ist langsamer als Wolverock. Nimm das. Und Aerodactyl? Natürlich. Es müsste schneller sein. Müsste. Wenn mich jetzt nicht alles irrt. Ja. Das und die Mega-Entwicklung sind die einzigen Pokémon von Typ Gestein, die schneller sind. Ja, super. Und somit ist das drittschnellste. Das zweitschnellste ohne Mega-Entwicklung. Finde ich cool. Und damit kann es sich doch schon recht zufrieden geben. Er ist Spiker Pikachu hier. Nein! Und dann nochmal mit dem schönen Angriff von 361. Annika ist tot. Verdammt. Annika ist tot? No! Es war quasi kurz vorm Level-Up, so 100 haben vielleicht gefehlt. Oh, nee. Es ist durch Verwirrung und Gift gestorben. Toll. Stimmt, kann es eigentlich. Und weißt du, was ich auch gut finde? Was denn? Es kann kein Erdbeben erlernen. Ja, aber Erdbeben kann doch fast jedes Pokémon erlernen. Nur Wolverock nicht. Oder Entei. Entei kann kein Erdbeben. Nein. Aber Erdkräfte, richtig? Erdkräfte kannst du, glaube ich. Glaube ich auch. Das wurde nie gefixt. Und Wolverock erlernt eine Attacke. Eine VM von damals. Kraxler. Kraxler ist doch so unnötig. Ja, mit einer Stärke von 90 und Treffergenauigkeit 85. Wetter hieß Erdbeben. Ja. Die einzigen beiden Attacken, die es kann. Sandwirbel. Okay. Mehr Bodenattacken kann's nicht. Ja. Und das ist traurig. Yep. Ligis sind toll. Es wird auch bei einem Vulkanausbruch geboren, aber es kann kein Erdbeben oder andere Bodenattacken. Annika ist Level 30.
So, Guys. Wir haben jetzt eine Entwicklung. Nice. Ja, der Pokédex-Eintrag der Tag... Nein, warte. Genau, der Pokédex-Eintrag von der Nacht von in Sonne. Je gefährlicher sein Gegner, desto mehr kommt es in Fahrt. Im Kampf ist er bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um den Sieg zu erringen. Okay, klingt doch gut. Das erinnert mich an Dragon Ball. Die Saiyajins machen es nämlich genauso. Je besser sein Gegner, je mehr kommen sie in Fahrt. Das ist dieser so, oh mein Gott, ich bin so wütend geworden, ich bin zum Super Saiyajin geworden. Ja, so ungefähr. So, wir haben jetzt... ein Lavita. Was übrigens sehr, sehr cool und stilecht aussieht. Die Tag vom in den Mond ist nice. Zieht man dieses Pokémon von klein groß auf, wird es seinen Trainer niemals hintergehen und ihm stets ein treuer Freund sein. Ja, klingt doch gut. Das klingt doch voll nett. Ja. So, wir schauen mal, ob wir irgendwelche Items an unsere Pokémon weitergeben können. Sowas wie Iron, um die Verteidigung zu erhöhen. Ich glaube, das braucht Sarah dringend. Zum Enker steht hier alles drin. Oh, haben noch irgendwelche coolen Items? Ich glaube, ich hier nicht. So, das heißt, wir gehen ins Heilen und dann würde ich sagen, kloppen wir den Rivalen. Das klingt doch nach dem Plan, oder? Ja, na endlich, der Rivale. Wie hast du ihn eigentlich genannt? Da ist Menno. Weil wir sind als Film. Menno? Ja, Menno. Alles klar. Auf keinen Fall angelehnt in irgendjemand. Ach so. Ja, ja, und die sind auf keinen Fall, und der Protagonist heißt auf keinen Fall Kim. Deswegen. Aber egal, Details. Ja. So, wir haben die Animals noch wieder angeschaltet, gerade eben. Wir sollten vielleicht noch Items kaufen, wie Tränke. Ja, wäre nicht schlecht. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Ja. So, Tränke. Tränke. Ich bin gerade voll den Umweg gefahren. Kaufen. Hyper-Potion. Oh, 15 Stück. Full Heal. Aber für eine Sache kann ich Pokémon Sun und Moon nur loben. Sieht schön aus. Nicht nur das. Sie verlangen den 3DS ja schon alles ab. Man merkt ja auch im Multikampf, dass es kein bisschen laggt. Nee, nein. Vor allem ist bei diesem Reihumkampf, den man in Story machen muss. Ich hab nebens gewonnen, falls jemand interessiert. Es laggt halt total. Es gab einen Reihumkampf. Nee, nicht Reihumkampf, diesen 1 gegen alle, dieses Battle Royale Stuff. Ach so. Ich hab halt gemeinsam, ich hab halt den Professor gefokust, mein Rivale auch. Ach so. Das war ein One-Turn gewesen. Hab deswegen dann gewonnen, weil ich den Kill gekriegt hab. Ja, stimmt, man kann da eigentlich in der ersten Runde gewinnen. Man braucht dann nur 3 Sterne. Danach hat man gewonnen. Nö, mein Rivale hat den Professor angegriffen, weil ich schneller war. Hat den zu 80% Schaden gemacht und ich habe meinen Gyarados einen Rest Schaden gemacht. Ach so. Und dann habe ich gewonnen. Das kann man ja mal machen. Kill-Steal. Ja, auf jeden Fall ganz hart. Ich meine, der hat irgendein total schwaches Pokémon drin. Also ich habe nur so einen. Diesen Hund halt hatte er. Doppelt. Genau. Mit Schutzschild. Nee, ohne. Und ich hatte einen Gyarados das draußen und der hat. Und der Rival hatte, glaube ich, seinen Starter draußen und dann ist noch dieser super Pseudo-Böse. Dieser Pseudo-Emo-Bösewicht hat auch, ich glaube, Typ 0 draußen oder sowas. Er hat halt mit Abstand das schwächste Pokémon. Na gut, das ist Arceus 2.0. Ja.
Mit auf jedem Stat 317. Nachdem es sich entwickelt hat. Ja, ich habe das Pokémon gesehen, habe es Paralysiten besiegt. Das war für mich nicht das Problem. Mich hat Gyarados. Das ist halt schon ziemlich stark. So, wir speichern auf jeden Fall erstmal vielleicht, ne? Aber dieses Typ 0 ist echt Arceus 2.0. Ja, das gibt's. Kann es auch Tafel enthalten? Es hat dafür Discs. Also CDs. Ah, okay. Das ist dann wie Genesec quasi. Ne, das sind Disketten. Ah, okay. Ich dachte. Okay.